Ja, hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Planet Coaster. Heute eine besondere Folge von uns für euch, und zwar haben wir aktuell 1000 Views gehabt auf unserem YouTube-Kanal. Dafür wollen wir ein riesengroßes Dankeschön rausschmettern. Da machen wir dieses Mal auch ein kleines Steam-Gewinnspiel für euch. Sprich, wir haben ein paar Indie-Titel Steam-Keys für euch in diesem Video versteckt. Zwei Stück. Wir machen das jetzt so, dass wir jedes kommende Video wieder zwei Keys reinhauen für euch. Und ihr könnt ihn dann schön bei Steam aktivieren, ein bisschen daddeln, würden uns mal ein Feedback freuen von euch. Mehr später. Ja, heute spielen wir mal ein bisschen Challenge. Challenge bedeutet bei Planet Coaster einfach nur, ihr habt ein begrenztes Budget zur Verfügung. Und damit muss halt der Park aufgebaut werden. Ziel des Ganzen ist es natürlich, einen Besucher anzulocken, denen was zu bieten, schön ein bisschen Scenery drum zu machen und dementsprechend auch Geld zu verdienen, damit ihr andere Attraktionen bauen könnt. Ich habe jetzt hier einfach mal 11 Minuten im Zeitraffer für euch aufgenommen, habe einen kleinen Park gebaut und dementsprechend auch ein bisschen Geld verdient nachher damit. Ich wünsche euch viel Spaß und lasst gerne ein paar Kommentare unter diesem Video. Thank you.
So, hier haben wir jetzt den ersten Steam Key, den Two Worlds Game of the Year Edition. Wir wünschen euch damit viel Spaß und würden uns freuen, wenn ihr kurz hier unter dem Video posten könntet, dass ihr den Key genommen habt. Hier ist der Key Nummer 2 und zwar Earth 2150 The Moon Project, auch bei Steam aktivierbar. Ebenso hier würden wir uns freuen, wenn ihr unter dem Video posten würdet. Ich habe ihn genommen.